Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. In der letzten Folge habe ich angekündigt, dass wir uns heute diesem Gebäude hier widmen. Das Gebäude, das von Team Rocket besetzt wurde. Das Hauptquartier der Sith Company. Hey, du da! Was? Ich? Wieso? Tut mir leid, aber in unserer Firma geht es momentan etwas turbulent zu. Für Kinder, es ist ja einfach zu gefährlich. Ach, jetzt haben sie sich doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch sicher drin. Guck mal, sie kommen alle angelaufen. Gary und unser Rivale Jan. Oh, das ist doch blau. Anwesend. Ich hatte schon gesucht. Was machst du denn hier? Das heißt, das Gebäude wurde besetzt. Als hätte ich es geahnt. Die Typen von Team Rocket führen immer und überall nur Böses im Schilde. Du triffst den Nagel auf den Kopf, Jan. So langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Ganz meine Meinung. Gut, dann sollten wir gleich mal besprechen, wie wir das anstellen. Also der Plan lautet wie folgt. Kämpfst du nimmst ja diese Loser von Team Rocket zum Brust und treibst sie aus dem Gebäude der Sith Company. Alleine könnte es allerdings etwas gefährlich werden. Also sollte Jan auf dich auf jeden Fall begleiten. Nee, sollte Jan dich auf jeden Fall begleiten. Klingt gut. Dazwischen werde ich ganz kalt nach Team Rocket durchforsten und mir jeden Rubel verknüpfen, der mir in die Quere kommt. Vielleicht schaffe ich es doch rauszufinden, wo sich ihr Boss rumtreibt. Außerdem werde ich in der Pokémon-Liga einen Besuch aufstatten und den Obermotzen dort von Team Rockets Machenschaften erzählen. Ach, geniale Idee! Vielleicht helfen uns sogar ja die Top 4. Ach, wer weiß. Dann können wir uns jetzt eigentlich aufteilen und den Plan in die Tat umsetzen. Aber zuerst. Hey, von Jan, bevor ich euch zwei Grünschimmel hier einfach alleine lasse, muss ich mir sicher sein, dass ihr aber das Ziel dazu habt, euch mit diesen Typen anzulegen. Was? Wir kämpfen? Wer schnuppert, wer von euch anfängt? Zeigt mir, was ihr drauf habt. Du willst als Erster gegen mich antreten? Ja. Yep. So gefällt mir das. Auf geht's. Okay, jetzt schon gegen Gary. Nicht gedacht. Aber der wird es wahrscheinlich doch noch heilen, oder nicht? Er kommt da mit meinem Kokowai. Und ich weiß gar nicht, was ich vorne stehen habe. Golbat. Okay, das geht noch halbwegs. Aber dieses Kokowai ist auch Level 38. Also das ist... nicht ohne. Minimum 3 Attacken. Oh, es kommt eine Psychokinese. Ich glaube, ich gerade auf die Fresse. Wir kriegen jetzt schon wieder unsere Problemchen hier. Eine Attacke down. Weil Kokowai ist ein Pflanzen-Psycho-Pokémon. Also müssen wir tatsächlich noch ein bisschen... Oh, es ist nicht, dass das zu früh ist. Soll da reingehen. Das soll das am Ende doch bitte bereuen. Wir funktionieren. Probieren wir es mit jetzt mit... Ja, Karni. Und der Hitzewelle. Für Kokowai machbar, diese Attacke zu überleben. Und er setzt nochmal Psychokinese an und fast haut er uns unser zweites Pokémon auch noch raus. Aber nur fast. Kokowai ist down, das ist zumindest gut. Die Frage ist, was hat er als nächstes noch? Er hat bestimmt nochmal eine Überraschung. Natürlich hat er eine Überraschung, und zwar ein Glurak. So, einmal kurz der Tausch zwischen Arcani und Gyarados. Ich brauche einen Schokobon. Jetzt gibt ja nicht wieder mein Meisterschokolade. Da fährt meine Freundin nämlich drauf ab. So, was haben wir denn? Kaskade. Er geht auf Luftschnitt. Okay. Gut, ein Viertel von dem Pokémon ist weg. Magura kommt jetzt an. Ich glaube, die Attacke fast nicht. Gehen wir auf Nummer sicher. Gehen wir auf Nummer... Oh nein. So viel zum Thema, wir gehen auf Nummer sicher. Gut, wir schrecken rechts und Lurak besiegt. Also, Hut ab. Mit den zwei Pokémon hat er meinem Team ganz schön Ärger gemacht. Level 32 für Arcani. Gary. Jetzt besiegt bei 6 Pokémon, wäre es schwierig. Puh. Also wenn ihr bereit dazu ist, jetzt wird Primo Morgan aufzunehmen. Dann du. Bei dir ist die Hilfskompanie in sicheren Händen. So, jetzt bist du an der Reihe, Jan. Ich glaube, ich habe dich den ganzen Tag Zeit. Und du Arsch, du heilst mich nicht mal? Was soll der Kack denn? Du forderst mich heraus, um mich zu testen und dann heilst du mich nicht mal? Was bist du denn für einer? Was geht denn mit dir? So. Gut, dann ballern wir noch einen Supertrank hinterher. Ja, unser Team muss ja wieder fit werden.
Also wir werden tatsächlich einen harten Kampf liefern. Das Team ist ja nicht alltäglich hier normalerweise. Aber ich dachte mir, ich mach das mal. Let's go. Evoli, wenn wir uns was ganz anderes, wenn wir 6 ganz andere Teammitglieder nehmen. So, gut. Und ich würde mal sagen, wir fangen an von unten nach oben. Also von erst Obergeschoss bis zum 10. Also wir haben einiges vor. Und dann fangen wir jetzt an, richtig zu spielen. Fangen wir an, erst den eigentlichen Weg zu gehen, um quasi am Ende dem eigentlichen Besitzer dieses Ladens hier zu helfen. Gut, fangen wir an. Mit diesem ersten Rüppeln. Hey, Kennerchen, du hast ja nichts zu suchen. Ich weiß noch nicht tatsächlich, ob wir alles hier heute schaffen. Also jetzt in der Folge definitiv nicht. Wir fangen nur gerade mit an. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall den zweiten, vielleicht auch 3 Parts machen. Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Ich habe so ein bisschen 15 und 20 Minuten angesetzt für die Parts. Ich bin erstmal bei 19 fast. Also, wie gesagt. Ich muss auch ein bisschen was. Ich muss Kolbert aufs Post tun. Zack, mit deinem Scheiß. Ich kann leider nichts einsetzen. Knirscher, komm mal. Gib Tiefschlag. Du gehst mir auf den Sack. Hör auf mit der Kacke. Gib her. So, Geschichte. Dieses radikale Besieg, die wechseln, also hört sich doch unser Team aus. Weil mit Golbert da am Anfang halte ich nicht gut. So, wir wechseln auf Pikachu, würde ich sagen. Gut, und da steht der zweite Rüpel. Kinder haben hier nichts verloren. Und? So, Problem. So. Ah, Smoggern, ne? Okay. Und drauf damit mit Smogger, mit Donnerblitz auf das Smogger. Und bye bye, Digga. Dort war's für dich. Du kommst nochmal mit dem Smogger, okay. Dann können wir nach dem Swift-Coup-Gebäude auch tatsächlich auch um Orden Nummer. Ja, wo es wird noch eine Weile dauern, bis wir den Orden, 5. Orden. Wir haben hier eine Arena zwar in dieser Stadt, also neben dem Kampfdojo ist noch eine Arena. Ich weiß noch nicht, ob das Team stark genug ist, um diese Arena zu besiegen. Ich glaube, wir werden doch eine vorher nehmen. Wir werden die von Kogan und Fuxane City noch vorher ziehen. Aber das soll nicht das jetzige Thema sein, sondern wir wollen erstmal Team Rocket hier aus diesem Gebäude vertreiben und einfach alle mal in die Flucht schlagen. Und damit haben wir in den nächsten 2 bis 3 Parts, inklusive diesem hier, genug zu tun. So. Sehr schön. Dann haben wir den auch down. Ich gucke mich hier nur ein bisschen um, wenn ich ehrlich bin. Da ist noch ein Forscher. Der hat bestimmt auch noch ein bisschen weiter im Zeugs. Der Forscher, der ist bestimmt auch ein Feind. Ja, natürlich. Hier ist der Zutat verboten. Verschwende. Ey, meine Fresse. Mach mich doch nicht so an, Junge. Mach mich doch nicht so an. Oh, Electric. Auch ein cooles Pokémon durchaus. Gab es nur ein Pokémon Rot. Damals. So, Donnerblitz auf Pikachu. Das willst du verarschen. Na gut, Electric ist nicht ohne, ne? Wie gesagt, Level 35. Das ist definitiv, hat auf jeden Fall was drauf. Und Dodgebruch. Und tschüss, Electric. Mit 2 Durchbruch. Down. Ich finde den Ruf ganz cool. Und Level 38 für unser Pikachu. Hey, gewinne ist ja auch verboten. Nö. Hättest du ja auch nicht gewinnen dürfen. Ein X-Angriff, okay. Wie gesagt, ich glaube, zu den alten, den Standardweg noch zu kennen. Aber wie gesagt, ich möchte mich natürlich hier jetzt erstmal noch umgucken. Wir brauchen
Aber wenn ich das ehrlich bin, ich mache das. Ich überlege gerade, war das jetzt die zweite oder vierte Etage? Weil ich muss die Türen öffnen, damit ich mich wirklich komplett umgucken kann. Das heißt, wir werden tatsächlich den Schallerweg gehen. Und dann, warte mal, der ist noch, dann ist der auf der 4. Ich weiß, glaube ich, wo der war. Der müsste eigentlich noch auf der 4 gewesen sein. Ja. Du bist hier. Du hast ja echt Nerven, dem Rocket so respektlos zu begegnen. Und? Ihr seid genauso respektlos, Kollege. Ne? Oh, ein Zubat. So, dann geht Zubat jetzt down. Bye, bye. Oh ja, Level Golbat geht's Level jetzt einen hoch auf Level 35. Ne, 34, Entschuldigung. Und das Arbok möchte jetzt mit uns spielen. Und steckt diesen Donner weg, der nicht trifft. Ah, nein, das ist fair. Das ist unfair. Jawohl. Es neutralisiert das Gift, um niemandem zur Last zu fallen. Auch das kann durchaus mal passieren. Jetzt ist. Arbok, bist du mir. Oh, hau ab mit der Scheiße. Ja. Komm, einmal noch. Dann ist es down. Oder? Mit einem. Es trifft dreimal nicht mit seiner Donnerattacke. Und Pikachu ist down. Wir verlieren das erste Mal unser Pikachu. Aber das war auch typisch, weil dreimal einfach kurz unsere Attacke nicht getroffen hat. Ich glaube, das wäre aber weg gewesen, wenn es dreimal getroffen, wenn es einmal getroffen hätte. Minimum. Gut, dann muss ja Kani jetzt gerade mal ran. Also dieses Arbok nervt mich auf Dauer. Komm. Tschüss. Verschwinde mal unter der Erde. Und aber kann mit seinem Gift nichts machen, aber auch nichts. Und gegen diese Attacke fast gar nichts. Also ein bisschen hat es noch. Die Kopfnuss. Bam. Und tschüss. Das war noch. Achso, scheiße, ja. Ah, Danu, wie seltsam. Kinder dürfen hier doch eigentlich gar nicht rein. Was ist das denn für einer? Dompteur oder was ist das denn? Ich glaube, Dompteure heißen die Jungs, oder? Nee, Jongleur, Entschuldigung. Der gute Bobby mit einem Hypno. Gold war jetzt die richtige Lösung ist gegen dieses Hypno. Wage ich zu bezweifeln. Wir haben noch Probleme mit unserem Team. Oh Gott. Ich brauche eigentlich ein Psycho-Pokémon. Weil Golbat schickt die Attacke nicht weg. Es wird nicht ohne werden. Definitiv nicht. Auch weil es dann irgendwann gegen Sabrina geht. Gut, das ist Team wahrscheinlich um einiges höher, aber ungefähr so möchte ich ja gerne weitergehen. Ich würde halt, wie gesagt, gerne nur den Tausch mit Garados irgendwann gegen Quappo machen. Um eine Option mehr zu haben. Komm, jetzt gehen wir mal. Nicht auf. Ja, aber es ist zurückgeschreckt und kann nicht weitermachen. Und damit ist das Thema eben nur erledigt. Dieses Kuckuck. Wir haben ja Probleme tatsächlich mit Psycho-Pokémon. Aber wir sind tatsächlich unterlevelt. Das ist so eine. So, Garados. Apollo. Auch dieses Apollo wird wahrscheinlich irgendwas Hinterlistiges im, ne, was Hinterlistiges. Und Schilde führen, so rum ist es richtig. Na, das ist ein Spuk, weil das hätte ich jetzt damit auch gerechnet. So, tschüss, Apollo. Ein Biss und das Ding ist down. Level 35 für Lido King. Und jetzt kommt er mit einem Kadabra. Wenn ich eher angreifen darf, dann müsste das Kadabra down sein. Aber dieser Jongleur, der ist definitiv nicht ohne. Muss ich mal gerade so anmerken.
So, wir müssen vorher anfangen können. Tun wir auch. Und dann müsste das Kadaver eigentlich schon sogar schon down sein. Ja. Weil Abrakadabra und Simsala haben alle keine Verteidigungswerte. Die sind alle nur verdammt schnell. Also Initiative hoch. Und auch der Spezialangriff ist nicht zu unterschätzen. Das muss man einfach sagen. Also, die drei, ja, Abrakadabra und Simsala, sind eigentlich so die typischen Hau drauf. Und zwar speziell Hau drauf. So. Sie haben tatsächlich momentan unsere Probleme, muss ich sagen. Also müssen wir tatsächlich uns noch was einfallen lassen. Also müssen wir tatsächlich mit der Quantität durch. Und also quasi die Menge. Und sich, ja, wir haben ja drei 32er noch dabei. Wir haben 34er, wir haben noch 36er. Wie kann ich das 20 Buch mit Level 38? So. Was haben wir hier? Ach, du bist doch, kennst du diesen Jungen? Hey, kennst du diesen Typen? Was? Dieses Kind hat sich in den Kopf gesetzt, uns das Leben schwer zu machen. Und bedauerlicherweise dazu noch ein exzellenter Trainer. Ah, verstehe. Dieser Typ ist sauer auf dich. Und deshalb will jetzt gegen uns beiden das Leben schwer machen. Wie kindisch. So eine Unverschämtheit. Du wagst es an, das kindisch zu nennen? Da rüttelt aber jemand gewaltig am Ohrfeigenbaum. Oh. Kein Grund, sich zu eifern. Ich weiß genau, wie mit solch einem Gesindel umzugehen ist. Ja, mit einem Kampf. Der letzte Kampf übrigens für diese Folge, muss ich mal anmerken. Also wir sind so zwischen 15 und 20 Minuten sollen die Parts werden. Also wir werden einige Folgen brauchen, bis wir hier wirklich durch sind. Aber machen wir uns auch alles gut. Oh, er hat ein Tragosso. Er hat das Tragosso. Ja gut, das war das so, ne? So, was haben wir denn? Pikachu soll auf Slime gehen. Okay, mit Donner versuchen. Weil Tragosso schon die bessere Wahl ist, mit dem Bohr als Typ. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Ist hier mal der neue scheiß Donnerattacke nicht getroffen. Viermal hintereinander nicht getroffen. Das gefällt mir nicht. So, Sektor killt sich quasi selbst. Jetzt geh mir nicht auf den Sack mit deinem scheiß Toxin. Alter, hau doch mal ab, Mann. Nimm mal auf mein Pikachu, nimm doch mal was anderes an. Und nicht immer nur meine Pokémon. Klatsch. Oh, noch einer drauf. Komm, noch ein Treffer. Tut es nicht. Ich vorstelle jetzt Smogmog ein. Ich will dieses Pokémon erstmal down kriegen. Also, die gehe ich mit Donnerblitz auf das drauf. Und jetzt ist es zumindest mal down. Oder das Slimog. Das war mir schon fast klar, dass er so ein Kinderscheiße anfängt. Och, ihr fangt beide mit dem Mist an, ne? Ich hasse das. Einfach dieses unnötige. Wir haben zwar verloren, aber wir werden diese ein bisschen Kampf in die Länge ziehen. Verreck doch endlich. Jetzt ist es down. Boah. Nerv mich nicht! So, Slimer ist down. Ist jetzt Flammenwurf ein? Stimmt, der kann noch Flammenwurf, ne? Komm, jetzt mit 3-4 Treffer. Komm, noch. Leck mich doch. Ich hoffe, dass mein Rivale sagt, der Kai heilt mich noch. Oh, das wäre was zu finden. Komm, greif mal an. Halt, komm ich schon mit super Zahn oder so ein Scheiß. Jetzt bitte komm nicht auch mit so einem Kack. Kartik. Tiefschlag, okay. Wieder Flor. So, bis vor mal Pikachu jetzt gleich die Geschichte ist. Leider keinen Dings, ne? So, gehe ich mal kurz auf den Hypertrank, damit bis vor mal Pikachu zugrunde geht. Ja, greif's doch an. Er hat doch. Also,
Atlas hat doch zwei danach. Doch einen Sohn. Sehr merkwürdig, wie sie spawnen. Auf jeden Fall noch mit. Oh, ich wollte eigentlich auf Smogmogken gehen, aber. Gut, dann bin ich mal gespannt, was er dann nach Slymog. Smogmog. Ach Gott, hau doch mal ab, endlich. Ich hasse das, dieses Möchtegehen. Ich muss diese Runde wirklich komplett auch in die Länge ziehen. Weiß ich, kann nichts machen. Nerv doch einfach nicht. Mit seinem Scheiß. Oh, dieses. Ich muss wechseln. Das Toxin wird nämlich jede Runde stärker, die Gift. Da gibt's Gift. Ich hab mir schon klar, dass du da drauf gehst. So, du gehst da drauf. Volltreffer, sehr schön. Fuchtler. Jetzt geh mich. So, noch einmal. Hier ist bestimmt das Ragosso, das war mir schon klar. So, dann ist es down. Komm, Nidoking. Oh, endlich. War doch vielleicht noch so eine Kacke in der Hand. Kandel mit 33. Golbert. Okay. Golbert. Dann setzt man das gleiche Kämpfer gleich und gleich mal. Welches Golbert stärker ist, obwohl meines 3 Level drunter liegt mit 34. So, wir verlieren erstmal Dragosso. Das war hier interessant. Halblitzer ist nochmal eine Nummer heftiger. Gut, das ist gut, dass es Blitzer jetzt in den Kampf geht. So, dann gehen wir damit immer mal in so eine Aktion. Dann ziehen wir mit Konfu-Strahl. Wenn er nicht meine Attacke, wenn er nicht meine Variante jetzt kopiert. Tut er nicht. Er geht auf Donnershock. Warum gehst du nicht auf Donnerblitz? So, einmal noch schnell das machen. Okay. Dann drauf. Mit Flügelschlag. Gib ihm. So, jetzt machen wir Donnerschock oder Donnerblitz oder so. Grill das Viech. Jetzt mit 37 Donnerschock. Dann ist das Thema erledigt. Aber das ist ein harter Kampf, oder? Das zerstört sich jetzt selbst. Das macht es auch. Und fast killt es sich sogar selbst. Aber diese Attacke killt es dann definitiv. So. Also da steht fest, dass dein letzter Sieg gegen mich nicht durch Glück zustande kam. Ich habe dich unterschätzt, aber aus Fehlern lernt man. Ich habe mich in Zukunft vor euch beide in Acht nehmen. Aua. Autsch. Ja, ja. Komm. Krieg dich nicht wirklich. Schau mal, sie hat was verloren. Eine Schlüsselkarte. Sehr cool, damit kommen wir nämlich auch weiter jetzt. Kannst du mich jetzt heilen bitte noch? Nein, kannst du natürlich nicht, weil du doof bist. Verarscht, hier komme ich weiter oder was? Okay. Dann muss ich doch was anderes versuchen. Oh, ein Porygon. Ah, perfekt, so funktioniert das Ganze mit dem Schuh draus. So eine Kapsel mega, aber ich muss weiterkommen hier irgendwie auf jeden Fall. So. Ach ja, ich bin da viel zu nah. Gegen Gift. Achso, es hat mich geheilt. Cool, dann brauchen wir nicht weitermachen. Dann brauchen wir nicht, Dann brauchen wir nicht unsere Tränke verwenden. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Pokémon Let's Go Pikachu und dann machen wir weiter mit der Rückeroberung dieses Bürogebäudes. Bis dahin und tschüss.